Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Videotitel sehen könnt, geht es heute darum, ob Mikasas Zuneigung oder gar Liebe zu Eren nur eine Lüge bzw. ein Produkt von Mikasas Ackermann-Fähigkeiten ist. Dieses Video hier kann ich dementsprechend natürlich nicht machen, ohne hier auf Spoiler hinzuweisen, die aus dem Manga kommen. Ihr seid gewarnt und wir beginnen direkt mit diesem Video. Puh, Leute, es war, glaube ich, für jeden von uns ein Schock im letzten Kapitel, als Eren zu Mikasa sagte, dass er sie schon seit ihrer Kindheit hasse. Ich persönlich bin ja nicht wirklich davon überzeugt, dass Eren diese Worte ernst gemeint hat, aber das besprechen wir wahrscheinlich noch in einem anderen Video genauer. Wichtig für dieses Video sind die Aussagen von Eren jedoch besonders in Bezug auf die Ackermanns. Denn in Kapitel 112 haben wir endlich mal was Neues bezüglich der Ackermanns erfahren, nämlich, dass jeder Ackermann, welcher seine Kräfte erweckt hat, sich einen sogenannten König aussucht. Die einen früher, so wie Mikasa, und die anderen später, so wie Kenny und Levi. Also eine Person, an deren Seite der Ackermann bleiben will und für den er über seine Grenzen gehen würde. Außerdem soll der Ackermann seinem König nicht widersprechen können und alles für ihn tun. So hat er also quasi keinen wirklichen freien Willen. Im Fall von Eren und Mikasa geht Eren sogar so weit und deutet an, dass selbst Mikasas Gefühle und Loyalität gegenüber ihm ein Produkt ihrer Ackermannkraft sei. So soll Mikasa laut Eren eigentlich gar nicht wirklich frei handeln, sondern ist unterbewusst einfach an Eren gebunden, ohne dass sie es selber merkt. Eren sagt in dieser Szene auch, dass Ackermanns, welche ihre Kräfte erweckt haben, sehr häufig unter Kopfschmerzen leiden und diese Kopfschmerzen sollen entstehen, weil die eigentliche Persönlichkeit dieses Ackermanns, also quasi die Persönlichkeit, bevor der Ackermann sich auf jemanden geprägt hat, die soll versuchen, sich zu befreien. Ziemlich abgespaced, oder Leute? Diesen Punkt finde ich übrigens auch sehr, sehr interessant. Denn wenn wir uns mal Mikasa anschauen, wie sie sich vor der Prägung auf Eren verhalten hat und wie sie danach agiert hat, da sind wirklich einige Unterschiede zu sehen, wie ich persönlich finde. Ihr Verhalten war vorher sehr üblich für ein Kind in ihrem Alter und sie wirkte auch sehr, sehr fröhlich und locker. Ihre Augen waren auch immer relativ weit offen. Dieser Blick wurde dann aber später ein ganz, ganz anderer. Nach der Prägung auf Eren und dem Erwachen ihrer Kraft hat sie häufig einen leicht schläfrigen Blick oder vielleicht sogar einen genervten Blick, je nachdem wie man das Ganze jetzt hier interpretieren möchte, ähnlich wie das zum Beispiel auch bei Levi der Fall ist. Nun machen es sich einige Leute einfach und sagen, dass sie diesen Blick und diese Verhaltensänderung bekommen hat, weil sie so schreckliche Dinge in ihrem Leben erlebt hat, jedoch glaube ich das persönlich nicht. Zwischen der Mikasa in Folge 1 und dem Flashback, wo Eren sie rettete, liegt gerade mal ein einziges Jahr. Leute. Daher wäre so eine radikale Veränderung des Verhaltens und der Gestik auch eines Charakters, einer Person, sehr, sehr unüblich, selbst bei kleinen Kindern. Aber gut, darüber wollen wir gar nicht so sehr reden. Kommen wir nach all diesen Denkansätzen jetzt mal zu Mikasa und ihrer, in Anführungsstrichen, Liebe zu Eren. Sie liebt Eren doch, oder Leute? Das glaubt wahrscheinlich der absolute Großteil der Attack on Titan Community und selbst die Leute, die es nicht wirklich wahrhaben wollen, denken das. Und auch ich würde mich da wahrscheinlich zuzählen. Ja, ich glaube auch, dass hier auf jeden Fall Gefühle von Mikasa für Eren vorhanden sind. Gerade in Folge 12 von Staffel 3 hat man gesehen, dass Mikasa in ihren letzten Momenten, wo sie dachte, dass sie jetzt gleich sterben würde, von Eren geküsst werden wollte. Sie hat ihr Herz gegenüber ihm geöffnet, hat geweint. Es war sehr, sehr emotional, wie ich persönlich finde. Aber naja, daraus wurde nichts. Eren gab ihr quasi in dieser Notsituation einen Korb und das Ganze würde auch irgendwo nochmal untermauern, dass er sie vielleicht wirklich schon damals gehasst hat. Man weiß es nicht, Leute. Immerhin versprach er ihr ja noch danach, dass er ihr den Schal so viele Male umwickeln wolle, wie sie will. Auch wenn ich persönlich finde, dass das ziemlich seltsam klingt. Oder Leute, hoffentlich macht er da nichts Falsches beim Umwickeln dieses Schals. In jedem Fall sind die Gefühle von Mikasa für Eren klar erkenntlich. Von Eren geht da nicht sonderlich viel aus, das muss man aber auch sagen. Da braucht man kein Professor für sein, dass Mikasa auf jeden Fall etwas für Eren empfindet. Doch die Frage ist jetzt natürlich, ob diese Gefühle wirklich offen und ehrlich von der in Anführungsstrichen wahren Mikasa sind oder sind es Gefühle, welche durch die Ackermannkraft aufgezwungen wurden.
dass diese Bindung des Ackermanns an seinen König real ist, haben wir ja sogar schon im letzten Chapter jetzt gesehen, als Armin Mikasa verteidigen wollte und Eren eine reinhauen wollte und Mikasa sofort reagiert hat und Armin einfach auf den Tisch geklatscht hat, ohne dass sie wirklich gemerkt hat, was vorgeht. Es scheint in diesem Moment sogar so, als würde Mikasa erkennen, dass an Erens Worten zumindest etwas Wahrheit dran ist. Sie ist sich bewusst, dass die Kopfschmerzen tatsächlich vorhanden sind und das haben wir ja auch schon öfters in der Story gesehen. Ja, Mikasa hat schon öfters diese Kopfschmerzen gehabt. Levi zum Beispiel kann ja nachts nicht wirklich schlafen. Liegt es vielleicht auch daran? Alles möglich. Ihr Ackermann-Wille lässt einfach keine Gegenwehr gegenüber Eren zu. Dadurch ist Mikasa hier wirklich eingeschränkt. So erkennt sie in diesem Moment selbst, dass sie offensichtlich nicht frei zu sein scheint. Ob ihre romantischen Gefühle jedoch echt sind, kann man nicht genau sagen. Auch bleibt die Frage bestehen, ob ein Ackermann nach dem Tod seines Königs wieder eine, in Anführungsstrichen, normale Persönlichkeit bekommt. Denn wenn wir uns jetzt mal Kenny oder Levi ansehen, erkennen wir, dass auch die beiden nach dem Tod von Uri oder Erwin immer noch an diese auf eine gewisse Art und Weise gebunden zu sein scheinen. So ließ Kenny zum Beispiel selbst nach Uris Tod keine Kritik oder schlechte Worte gegenüber diesen zu und drohte den Leuten zum Teil sogar mit Gewalt oder dem Tod. Ähnlich ist es auch bei Levi, welcher sein Versprechen an Erwin nach wie vor als seine finale Mission ansieht und das ist immer noch vor seinen Augen, es ist sein Zweck, den er hier noch erfüllen muss. Kann also auch Mikasa nur wirklich frei sein, wenn Eren stirbt? Und was ist mit ihrer Liebe? Ist sie nur eine Lüge, welche ihr durch die unsichtbaren Pfade der Koordinate quasi auferlegt wurde? Ich persönlich glaube, dass selbst die freie Mikasa an Erens Seite sein wollen würde, nur würde sie wahrscheinlich Eren nicht blind hinterherlaufen und ihm ohne Widerworte gehorchen. Soviel zu meiner Meinung, ich bin mehr oder weniger davon überzeugt, dass auch die normale Mikasa hier Gefühle für Eren hat. Aber Leute, die Frage ist jetzt, was ist eure Meinung zu diesem Thema? Denkt ihr, dass das Ganze wirklich nur etwas ist, was durch die Ackermann-Kraft hervorgerufen wurde? Oder ist hier vielleicht doch wahre Liebe oder wahre Gefühle bei Mikasa vorhanden? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir gerne auch nochmal eure Meinung zu dem ganzen Szenario mit Eren und Mikasa in die Kommentare schreiben, denn das hat ja wirklich dafür gesorgt, dass einige hier Mitteilungsbedarf haben. Ich auch, deswegen habe ich dieses Video hier gemacht und ich hoffe, dass euch dieses Video hier ein bisschen gefallen hat und euch ein bisschen auch zum Denken bezüglich dieses ganzen Themas angeregt hat. Falls es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben supportet und auch kostenlos abonniert, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Schaut auch noch auf meinen sozialen Medien vorbei, heißt Twitter, Instagram, Discord. Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch wie immer einen wunderschönen Tag, Leute, und sage ciao und tschüss.